Schaut mal kurz und schmerzlos noch zum Stachellattich, auch Kompasslattich genannt. Ich habe den eh gut und oft hergezeigt. Ich habe auch dazu gesagt, dass er sehr variabel in der Erscheinung sein kann, was die Größe betrifft. Was seht ihr zum Beispiel, der kommt ganz lang raus, also eine Pflanze, ein Stiel und dann gibt es auch, muss ich gucken, ob ich da sowas herzeigen kann, da wo von unten, das sind lauter solche Exemplare. Nein, da sehen wir das. Schaut, da, das ist auch unten einmal angemacht praktisch, eine Wurzel und geht dann in mehrere Großzweige auseinander. Da gibt es zwar diesen Haupttrieb, ja, aber es gibt da dann auf der Seite noch weitere Pflanzenteile. Also das schaut dann praktisch aus, wie wenn da mehrere Stangen, aber wenn man runter schaut, ist einer. Kompassstellung der Blätter, typisch für den Stachellattich, unterscheidet ihn auch zum Giftlattich, bei dem eben die Blätter meistens nicht ganz so tief eingeschnitten sind und so waagrecht abstehen, also so ungefähr. Aber auch um das geht es mir nicht, sondern es ist soweit, er hat seine Früchte ausgebildet und da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil zum Beispiel seht ihr einen Haufen so bewuckelte, also auch so Schirmfliegerfrüchte, was gar nicht zu ihm gehören. Also ich schätze mal, dass die da irgendwo von einer Kratzdistel, eher Ackerkratzdistel, weil die wächst da, so schaut mal, also wächst da ein bisschen umeinander sind, sondern da, wenn wir da jetzt gucken, das da sind die Früchte, beziehungsweise die Samen vom Stachellattich. Ihr seht, die hängen da einige übereinander auf einem Fruchtstand, sind mit einem Schirmchen ausgestattet, was dann schon verrät, was die Ausbreitungsstrategie ist, nämlich der Wind, die dürfen vertragen, also die Schirmflieger gehen dann baba und können neue Stachellattich-Generationen hervorbringen. Da sehen wir das nochmal recht schön. Ist ziemlich fragil, erinnert mich ein bisschen an den Mauerlattich, Hegler, doch irgendwie Verwandtschaften. Und ja. Also, Stachellattich, also Schirmflieger, der Wind verbreitet das Ganze. Wer mehr Interesse noch an den Pflanzen hat, bitte einfach, ich werde nach und nach schauen, dass ich die Videos untereinander verlinke, aber ja, das kann ein bisschen dauern. Einfach im YouTube-Kanal suchen, Pflanzenvielfalt und Pflanzennamen dazu, immer was auch immer das dann sucht. Und meistens wird es dann mit mehreren Videofunden belohnt werden. Ja, ich glaube, Stachellattich ist durch. Möglicherweise, dass wir noch Rosetten finden im Herbst dann zeige ich euch das noch. Aber sonst, ja, ich glaube, wir haben ihn gut gesehen. Somit Werbung in eigener Sache, wenn ich durch bin mit einer Pflanze, wenn euch das Ganze irgendwie gefällt, was ich mache und ich euch auch was bringt oder sogar beides, das ist auch schon ein Sprüchel, aber sage ich einfach gern, dann lasst mir das wissen. Besonders einfach geht es mit einem Daumen hoch bei den Videos auf YouTube, was dann auch mich informiert, dass es wenn gefällt, beziehungsweise sogar hilft, dass man auf YouTube gefunden wird. Und werdet oder bleibt Abonnent und wenn ihr ein Buch braucht, benutzt meine Amazon-Links, da könnt ihr dann auch irgendwas anderes kaufen, bringt mir dann auch was praktisch. Und ja, ich sage euch danke fürs Begleiten und für die Pflanzen sage ich vierte euch, nochmal dazu gesagt, auch wenn er so unfreundlich ausschaut und auch Milchsaft führt, im Grunde ist er für uns ungiftig und sogar essbar, aber er hat halt schon seinen eigenen Geschmack, das muss man ausprobieren. Und ich wünsche euch somit Mahlzeit.